So, noch kurz was am Handy gemacht. Da bin ich. Alles gut, wenn ich kann mal ein bisschen ab Brain ab keine Ecke stehe, dann bin ich wieder am Schreiben. Also ich kann es gerade nicht böse nehmen. Versuche, merk uns nicht. Das ist irgendwie dunkler als sonst, oder? Ja. Ja, irgendwie gefühlt, ja. Nicht nur gefühlt, es ist dunkler. Faxi, ich gehe wieder mit dir mit. Faxi nerven. Nein, Spaß. Ich werde auch lieb sein. Ich werde leise sein. Dann gehen wir rechts rum Okay. oder nach oben? Ich halte mich an dich. Wisst ihr, worüber ich froh bin? Worüber denn? Dass diese wunderbaren Highschool-Glocken nicht losklingeln können. Stimmt. Stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich hab Oh gerade Gott. ausgedacht, ich so, oh Gott, Gott sei Dank klingeln sie nicht. Mir ist gerade was ganz anderes in den Kopf gekommen. Gibt dem Entwickler keine Ideen. Es gibt ja hier diese ganzen hier Mikrofone, ne? Nicht Mikrofone, wie heißen die, diese Durchsagedinger? Megafone, genau. Lautsprecher? Megafone. Hier sind es, glaube ich, Megafone. Aber ja, Lautsprecher war das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Es gibt ja diese ganzen Lautsprecher. Stell dir mal vor, der Geist würde durch die Lautsprecher durchsprechen. Wenn er einfach mal so ganz bequem durch die Lautsprecher, durch die Lautsprecher, durch die gesamte Schule hindurch mit uns redet. Wenn er halt in dem entsprechenden Raum dafür ist. Oder halt in der Nähe des entsprechenden Raumes. Oder wenn es in dem Raum so ein Mix-Dings gibt, dass dann, wenn man die Geisterbox hört, dass dann in dem ganzen Haus die Geisterbox zu hören ist. Ich höre kein Wasser. Das wäre natürlich richtig creepy, Pazuzu, aber es wäre so geil. Es wäre so eine geile Idee. Also, ich würde dann für den ersten Moment wieder voll gehypt sein und dann, ja, die ersten zwei, drei Runden Schule oder so und dann war es das wieder. Ja, so wie immer halt, ne? Ja, ganz genau. Was ist es, hör dich? Ja, das war ich. Ich hab gesagt, ob es so ich hör dich. Sorry. Es tut mir leid. Wie gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, wie gesagt, das wollte ich nicht. Also geil wäre es ja, wenn. Der Geist flüstert auf einmal so irgendwelche Worte random durch das ganze Gebäude. Oha, stell dir mal vor, der Geist lernt lesen und flüstert unseren Namen in unsere Ohren. Bah! Oh, das wäre alles so creepy, ganz ehrlich, ey. So an die Tafel oder so. Ja, oder so wie wir halt, wenn wir immer mit dem Stift schreiben können, dass sie halt auch nur so schreiben können, auch an die Wand irgendwas oder so. Stellt euch mal vor, die Tafeln wären alle komplett sauber und der Geist schreibt auf einmal drauf. Lehrstunde mit dem Geist. Ja, das finde ich gut. Habt ihr jetzt immer
bis jetzt habe ich absolut nichts gefunden. Wir sind gerade schon nach oben. Ja, ich bin schon oben. Also unten ist hundertprozentig safe nichts. Also bei mir bis jetzt auch safe nichts auf der linken Seite. Also ich kann sagen, dass der Geist nicht in dem Klassenraum ist, weil sonst hätte schon längst der Telefon geklingelt. Ja, das ist richtig. Nee, warte, das könnte Basuse gewesen sein, oder? Nee, 7 Grad. Okay, Basuse, wir haben den Raum. Okay, ich komme. Wo? Genau auf der anderen Seite von hier. Und uns erreicht auch, wenn du erscheinst. Okay. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Buch liegt. Gib uns ein Zeichen. Also steppen kann er schon mal. Fingerdruck. Fingerdruck und Buch. Nein, sag bitte nicht, ist es ein Treppen. Ich bin raus. Schlechte Nachricht, es kann ein Heavy sein. Jop, ich bin raus. Habe ich gerade durchgesagt. Ich weiß nicht, ob es ankam. Nein. Mann, Foxy. Der wird aber heiß auf sie oder nicht, weil ich von ganz normal weglaufen. Ach, alles gut, Foxy. Immerhin bist du eine von denjenigen, die sich wenigstens zurückhält. Oder zumindest so gut versucht, wie es geht. So wie ich. Und du fluchst ja wirklich selten, eigentlich. Glaube ich. Keine Ahnung, wo sie liegt? Keine Ahnung, nein. Aber es wäre nicht Foxy, wenn sie uns nicht doch den Weg erzählt, beziehungsweise zeigt. Ich bin nochmal kurz drauf. Ja, dann willkommen. Genau, wir brauchen noch die Geisterbox für den Spirit. Oder halt EMF5 für den Revin. Und ich habe schlechte Nachrichten. Es könnte ein Revi sein. Ja, das habe ich eben auch noch gehört. Das war das letzte, was sie zu mir gesagt hatte. Ich habe nur ihr Fluchen gehört. Ja, das, was ich oben sagen, vor die Hand losging. Achso, das ja, nee, das hat es ja per Funk weitergegeben. Ja. Hast du die Box? Gut. Ja. Warte. Wir wollen doch nicht, dass das sofort wieder handelt, oder?
Oder? Ja, ich wollte nur gucken, ob es jetzt reicht so. Naja, du kriegst immer 40 dazu. Da war das, ne? Ja. Und Foxy musste schon wieder die Tür zu halten. Der wollte sie. Ja, ich hab's gelesen. Arme Foxy. Wieso immer Foxy? Nächste Runde spendiere ich. Dann ist Foxy mal außen vor mit dem Geld. Und dann ausgerechnet nächste Runde stirbt sie nicht, ne? Wer ist ja wieder? Ja, gut, dann hat sie ja die letzten zwei Runden gezahlt. Foxy zahlt irgendwie immer. Ständig. Ich mache uns hier mal so ein bisschen Licht. Warte mal, wo ist denn der Lichtschalter für den Gang hier? Gibt es den überhaupt? Nein, natürlich nicht. Ja, Foxy? Hier, es gibt immer einen. Da hinten im Raum, in die Foxy drin hat ein Foto machen. Warte. Da. Hier. Nimm die. Ah ne, warte, lass die liegen. Bringt ja wenig, wenn, wenn ich das Fotoapparat habe. Okay, Foxy. Da bist du. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Immerhin wurde es genommen. Buch? Also Bad News, Box. Keine neue. Nee, Box hat nichts reagiert. Also nichts erkannt immer bei mir. Kein EMF-Ausschlag? Echt jetzt? Kein EMF-Ausschlag. Am Telefon kein EMF-Ausschlag? Was? Gib uns ein Zeichen. Klingelt das Telefon. Da können wir ja mit dir sprechen. Klingelt das Telefon. Ich war aber rausgetappt. Das heißt, bei mir wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Wo bist du? Wie alt bist du? Nope, Fehlanzeige. Ich sag ja, die reagiert bei mir nicht. Das haben sie noch nicht gefixt, dass wenn du raustappst, ja. Wo bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ich soll es mal weiter nach hinten in den Raum oder so. Nix. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Okay, dann ist es wohl ein Revi. Jo. Keine Reaktion. Haben die Zeilen sich bewegt? Also hast du keine... Ja, er stand dran, nichts erkannt, ja. Okay. Aber sonst kam halt nichts. Ach, guck mal, dieses wunderschöne Musterchen. Schon wieder Sanity Pill nehmen. War ich da? Noch kurz am Schreiben. Mhm. Was brauchen wir denn noch?
Kruzifix und EMF. Das andere habe ich da. Das andere Kruzifix habe ich wieder hochgeworfen. Ich wollte das EMF-Gerät mitnehmen. EMF habe ich schon dabei. Ich dachte, du nimmst Foto mit. Fotoapparat. Willst du einen Fünfer? Ja. Willst du vielleicht einen Fünfer mitnehmen? Hast du vielleicht mehr von? Naja, beim Revi habt ihr keinen Schutz zu fotografieren, aber. Vielleicht haben wir Glück oder zeigt sich. Wenn er Hand hat, ist sowieso vorbei. Ja. Weißt du, wir können auch mal versuchen, dass uns alle handet, alle weghandet und dann mal schauen, was passiert. Was bist du, wenn alle tot sind, wir gehen zurück in Drugs, das weiß ich. Nur das? Ja. Hä, was dann? Wir haben nix aufgebaut, abgebrochen, wir haben heute nicht beenden. Fertig. Oh, okay. Lol. Ich hab's mal gehabt, dass wir alle in der Runde gestorben sind, dann sind wir einfach alle zurück in den Truck gelandet und gut ist. Oh. Okay. Weiche von mir. 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 Warte, wo war der Geist nochmal? In welchem Raum? Der hier. Ja. Oh, Foto, 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 Foto. Eins reicht. Ich brauche zwei, aber immerhin dann, falls eins sich gefehlt hat. Ja, hau noch das andere Kruzifix in den Raum. Wohin? Hinten. Ich habe hier vorne das eine hingelegt und leg das andere hier hinten hin. Denk dran, Radius von 3 Metern. Ja, ich hoffe, das zählt, aber eigentlich ist er doch hier gespawnt. Deswegen habe ich auch hier vorne das Kruzifix hingelegt. Ich hoffe, die Reihe. Ich hoffe, das zählt als 3 Meter. Ja, das sollte eigentlich zählen. Gib uns ein Zeichen. Klinge das Telefon. Klinge das Telefon. Klinge das Telefon. Hallo Foxy. Klinge das Telefon. Hast du das Buch schon fotografiert? Klinge das Telefon. Meine Frage, wo auf diesem Telefon sind Fingerabdrücke drauf? Weil du hast Fingerabdrücke fotografiert. Hä? Auf dem Telefon? Auf dem Telefon sind Fingerabdrücke. Das Bild im Telefon sind Fingerabdrücke, ja. WTF, okay. Ich habe nicht geguckt, aber ich habe schon mal gehört, dass es auch auf Telefon und Klavier und Co. Fingerabdrücke geben kann. Sogar auf dem Geisterbuch können Fingerabdrücke sein. Ich sehe halt nichts, du. Also bei mir blendest bzw. hältst du die Taschenlampe rechts vom Telefon. Foxy meint, ob es nicht die Tür im Hintergrund sein kann. Ja, die Tür hat Fingerabdrücke, das weiß ich. Darum geht's ja nicht. Ja gut, das könnte sein, ja. Wo hast du denn die UV-Lampe? Hat weggetan. Die liegt hier drin im Mülleimer. Das ist gut getroffen. Das ist durch Zufall. Ja, das ist durchaus richtig. Ich schau mal alles ab hier. Nö. Nichts. Negativ. Was auch immer die Person meinte, da ist nichts. Meine EMF! Hab ich weggenommen. Guck, oh. Irgendwas finden. Ach lol. Wirf's mir halt entgegen, hast recht. Ja, eigentlich wollte ich den Tisch liegen, aber das ist über den Tisch drüber gesailt. Wollen wir mal schauen, ob er die Kruzifixe schon ausgelöst hat? Beziehungsweise eins. Jo. Ich meine, EMF hatten wir jetzt einen Ausschlag. Das reicht. Oh. Lol, auf der Treppe.
Einfach hier nochmal einen Ausschlag, ein Zweier. Ich denke mir immer so, oh, und jetzt Hand kurz bevor du raus bist, ne? Hab ich schon so oft gehabt, ist doch so nervig. Ja, das glaube ich dir sofort. Hatte ich auch schon. Ultra nervig. Wenn das Kruzifix nicht ausgelöst wurde, sollten wir es nicht riskieren, sondern einfach fahren, glaube ich. Aha, wurde ausgelöst. Nee, doch nicht. Nein, das war der EMF-Reader. Okay. Mann, aber das bringt am meisten Geld, mein Foxy. Ah, wieso ist das hier eigentlich so stechend hell, das blendet extrem die Wand. Und hier ist es so massiv dunkel. Oh, mich, ja, das stimmt. Mich blendet die Wand ohne Ende. Ich sage Revi. Jo. Also dann fahren wir.